Wie in dem letzten Video schon dargestellt, sollten Sie eigentlich nicht mehr wirklich mit der Klasse Threat arbeiten, also nur noch in Sonderfällen. Es gibt seit gut 15 Jahren, seit Java 5, bereits den Executor Service oder auch das Executor Framework. Und mit dem können Sie deutlich flexibler Threads ausführen. Damit können Sie beispielsweise Thread Pools machen und gerade solche Dinge brauchen Sie, wenn Sie einen Server bauen, weil Sie wollen nicht unendlich viele Threads erzeugen, Sie wollen sozusagen die Zahl der Threads begrenzen, deswegen poolen Sie. Und Sie wollen auch nicht ständig, wenn Sie irgendwas, einen Task aufmachen wollen, wollen Sie nicht immer einen Thread neu erzeugen und den dann wieder zerstören. Das ist sehr relativ teuer in Java, sodass wollen Sie leichtgewichtig tun und deswegen gibt es den Executor Service. Und den schauen wir uns jetzt mal am Programmierbeispiel genauer an. Mit diesem Beispiel habe ich Ihnen eine normale Klasse spendiert und mit der wollen wir jetzt wieder das Executor-Framework ausprobieren. Die Klasse braucht natürlich wie immer eine Main-Methode, public static void main. So, und da wollen wir jetzt den Executor laufen lassen. Das heißt, wir brauchen als erstes erstmal ein Runnable, was irgendwas Vernünftiges macht. Und das erzeugen wir eben schnell. Runnable Task gleich New Runnable. Und in der Run-Methode, da machen wir wieder Ausgaben wie letztes Mal auch. Time-Unit.seconds.sleep 2. Ne, sagen wir mal 5 Sekunden. Und wir müssen uns auch da wieder mit der Interrupted Exception befassen. So. Also das heißt, jetzt habe ich hier wieder so ein Runnable erzeugt, das wieder irgendwas Sinnvolles tut. Und jetzt ist ja die große Preisfrage. In unserem Executor-Beispiel, große Preisfrage ist, wie lassen wir das Ding jetzt sinnvoll parallel laufen? So, also man könnte jetzt ein Thread-Objekt aufmachen, das wollen wir aber nicht, sondern wir nehmen jetzt einen sogenannten Executor-Service. Wie gesagt, seit Java 5 bereits in der Sprache enthalten. Executor. Sie sehen es, er bietet mir das auch schon an. Executor und Executor Service, beides aus Java Util Concurrent. Und genau das will ich jetzt verwenden. Ich nehme gleich den Executor Service aus verschiedenen Gründen, weil ich das Lifecycle Management bräuchte. Wenn ich jetzt einfach nur ein bisschen mit Threads hantieren will, würde ein Executor sogar reichen. Exe. Und es gibt in Java jetzt seit einigen Jahren immer diese so mal Factory-Klassen. Ja, einfach also Executor Service oder Executor und einfach mit als Plural. Das gibt es hier natürlich auch. Und zwar nennt sich das Executors. Das Ding erzeugt mir jetzt verschiedenste Executor, die mir dann mein Runnable ausführen können. Also ich kann jetzt hier einfach sagen, exe.submit. Kann ich dem einfach mein Runnable mitgeben, Task. So. Ach, Tag, falsch geschrieben. Ja, ich muss oben richtig so Task. So, jetzt geht's. Jetzt habe ich sozusagen das Ding submitted und jetzt wird das Ding nicht mehr durch einen Thread ausgeführt, sondern durch meinen Executor Service. Also wieder Code-Schnipsel, der terminiert diesmal. Das ist wichtig, weil wir dann ein bisschen mehr zeigen können. Ich lasse das mal kurz laufen. Also erwartete Ausgabe wäre ja, dass der irgendwie den Thread-Namen ausgibt und Hello Thread sagt er. Er sagt hier Pool 1, Thread 1, also das läuft. Was vielleicht hier schon auffällt, ist, der terminiert nicht. Na? Also das heißt, vielleicht muss man erstmal dafür sorgen, dass das gute Stück jetzt hier terminiert. Also der wird jetzt weiterlaufen bis zum Hitzetod des Universums. Also offensichtlich erzeugt er keine Daemon Threads, sondern normale Threads. Das heißt, wir müssen den jetzt hier von Hand stoppen. Und zwar sagen wir hier gleich exe.shutdown. Der Shutdown wartet darauf, dass alle Threads, die er am Laufen hat, also die Runnables, die ich ihm übergeben habe, dass die ordnungsgemäß terminieren. Unser Runnable terminiert ja, also der führt ja die zwei Zeilen aus und ist ja fertig nach der Wartezeit. Das heißt, wenn wir das jetzt laufen lassen, wenn wir den halt nochmal stoppen, dann würde der die Zeilen ausgeben mit dem Shutdown und sich dann ordnungsgemäß beenden. Und Sie sehen es hier, jetzt hat er die 5 Sekunden noch abgewartet, aber dann hat das Programm terminiert. Das heißt, wenn Sie mit so einem Executor Service arbeiten, achten Sie darauf, dass Sie den sauber runterfahren. Sie haben da zwei Möglichkeiten. Shutdown wartet drauf, bis das letzte Runnable
sich gestoppt hat. Was man auch machen kann, ist, man kann dem sagen Shutdown Now. Dann terminiert er sozusagen mit der Schrotflinte alle Threads und schickt den Interrupted, also schickt den Interrupt. Schauen wir uns das mal kurz an, vielleicht können wir es kurz zeigen. Jetzt habe ich hier Shutdown Now gesagt und jetzt sehen Sie hier die Interrupted Exception, die genau hier geflogen wird bei meinem Sleep. Also Shutdown Now schießt einfach alle laufenden Prozesse ab. Müssen Sie manchmal tun, alle laufenden Threads ab, müssen Sie manchmal tun, weil, falls Sie vielleicht eine Endlosschleife haben. Shutdown wartet darauf, dass Sie terminiert haben. Wenn irgendwer eine Endlosschleife drin hat, dann warten Sie mit dem Shutdown natürlich bis zum Hitzetod des Universums. So, jetzt haben wir mal uns mal so einen Single-Thread-Executor angeschaut. Jetzt ist das natürlich spannender, wenn man mehrere Tasks hat, die man ausführen wollen würde, vielleicht parallel, vielleicht in Sequenz. Deswegen erzeugen wir uns jetzt hier mal mehrere Tasks und schauen mal an, wie sich das Ding dann verhält. Ich würde mal Folgendes machen, einfach, dass man mal was anderes sieht. Int, statt also dieser Standard-For-I-Schleife, machen wir jetzt mal einen Int-Stream auf. Dem kann man nämlich sagen Range. Machen wir mal alle Zahlen von, sagen wir mal, 1 bis 10 und mach da für jede Zahl, die du findest, sequenziell führ da mal Code aus. Das heißt, probieren wir das mal mit Lambdas. Einfach, dass wir mal was anderes gemacht haben. Also ich, bis gerade eben hätte ich noch eine normale For-Int-I-Schleife gemacht, aber das fand ich irgendwie langweilig. Deswegen dieses Mal meine etwas anderen Variante. Also auch da durchläuft der die Zahlen, ich meine von 1 bis 9, also 10 ist nicht drin. Und da soll der jetzt in dem Lambda was ausführen. Und zwar erstens sout, soll er sagen, submitted plus i. Und dann soll er noch sagen exe.submit. Und dann soll er unseren Task ausführen. So, das heißt, jetzt müsste der eigentlich 9 Stück starten, also 1 bis 9, 10 ist ja nicht mit drin. Und die soll er sozusagen nacheinander submitten. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich das Ding verhält. Wir haben einen Single Thread Executor erzeugt. Das heißt, wenn der Name korrekt ist, dann wird ja nur ein Thread erzeugt. Und das heißt, unsere tollen 10 Tasks, die wir hier haben, die werden nacheinander sozusagen von dem Executor Framework abgeradelt. Das heißt, Gesamtlaufzeit von dem Beispiel sind dann 9 mal 5 Sekunden. Sprich, wir warten hier 45 Sekunden, bis das terminiert. Eventuell spule ich das Video ein bisschen vor, dass Sie jetzt hier nicht eine Viertelstunde der Sanduhr, 45 Sekunden der Sanduhr zugucken müssen. Aber jetzt starten wir den mal, gucken mal, was passiert. So. Sie sehen hier, dieses Submitted, das ist sofort gekommen. Ne? Das heißt also, dieses Submitted und dann Exit Submit Task, das hat er jetzt sozusagen am Rutsch ausgeführt. Das heißt, offensichtlich hat dieser Executor Service irgendwo eine Queue drin, wo er sich die submitteden Tasks merkt. Ne? Also, und wir haben ja 9 Tasks submitted, sehen Sie hier 1 bis 9. Und jetzt fängt er an, das Zeug abzuradeln. Es kommt Stück für Stück. Kommen jetzt die Ausgaben, wie gesagt, der läuft jetzt noch, bis alle 9 abgearbeitet sind. Und die, Sie sehen es hier, Hello Thread, das läuft alles auf demselben Thread. Also der Thread Pool oder der Executor Service hat ein Thread, auf dem er das ausführt und das Ganze terminiert, wenn der letzte Thread gelaufen ist und die Prognose hat gestimmt. Das Ding lief genau 45 Sekunden. Warum? Wir haben 9-mal diesen Task submitted und der hat jeweils einen Sleep von 5 Sekunden drin. 9 mal 5 sind 45. Und hintereinander werden Sie hier, finden Sie hier wahrscheinlich 9 Ausgaben von dem Hello Thread. So, das war das erste Beispiel. Das heißt, Single Thread heißt, nehmen wir einen Thread, der das alles ausführen soll. Jetzt können wir natürlich ein anderes Verfahren wählen. Jetzt nehmen wir mal einen Cached Thread Pool. Der verhält sich jetzt so, der erzeugt jetzt so viele Threads, wie im Moment gebraucht werden. Die cached er dann. Und also falls wieder so eine Hochlast kommt, werden die 10 Threads verwendet oder die Threads verwendet, die er erzeugt. Aber der erzeugt sozusagen so viele Threads, wie gerade Arbeit anfällt. Und die Threads, die er erzeugt hat, die behält er natürlich. Starten wir das mal. Und Sie sehen, jetzt hat er die 10 Dinger gleichzeitig submitted und jetzt ist er nach 5 Sekunden terminiert. Jetzt sind also alle, jetzt hat er im Cache Thread Pool natürlich 9 Threads erzeugt. Sie sehen das hier sehr schön. Pool Thread 8, Pool Thread 9, Pool Thread und so weiter. Also offensichtlich hat er hier mit 9 Threads gearbeitet.
Und er hat die offensichtlich alles parallel ausgeführt und tatsächlich nach 5 Sekunden terminiert. So, das heißt, der Cache-Pool erzeugt so viele, wie Sie brauchen. Jetzt gibt es natürlich noch einen Pool, wo man die Größe festlegen kann. Fixed Size Thread Pool. Dem kann ich jetzt sagen, sagen wir, nehmen wir mal 3. Das heißt, jetzt wäre die Erwartungshaltung, er sagt, Mitte 3 Stück parallel kann die abarbeiten auf 3 Threads. Da wir 9 erzeugen, warten wir jetzt sozusagen 3 mal 9, 3 mal, 3 mal 3. Das heißt, Laufzeit, Prognose wären 15 Sekunden. Und wir sehen hier sozusagen dann, dass er das auf 3 Threads abarbeitet. Lass es mal laufen. Sie sehen jetzt hier Submitted bis 9 und Sie sehen hier Pull Thread 1 bis 3, wo er das abarbeitet. Lass was mal kurz laufen, also solange die 15 Sekunden kann ich reden, aber wir werden dann hier sicher sehen, dass er genau 15 Sekunden gebraucht hat. Also auf 3 Threads 9 Tasks abgearbeitet, jeder dauert 5 Sekunden. Also arbeitet jeder Thread jeweils 3 Tasks ab. So, da können Sie jetzt mit rumspielen. Wie gesagt, mit diesem Fixed-Size-Thread-Pool. Das ist ein ganz wichtiges Instrument, wenn Sie einen Server bauen, weil Sie wollen nicht, dass der Server unendlich viele Threads ausführt, weil dann sind Sie offen gegen jede Denial-of-Service-Attacke, sondern Sie wollen sozusagen Lastbegrenzung machen. Und das machen Sie natürlich, indem Sie einfach die Zahl der Threads auf irgendein Maximum festlegen. Und dann bewegt sich die Zahl der Threads in dem Ding von 0 bis halt diese Größe erreicht ist. Und damit können Sie sozusagen Lastbegrenzung machen. Dann sind Sie halbwegs sicher gegen Denial-of-Service-Attacken. Und Sie poolen die Threads, weil Sie erzeugen die sozusagen einmal zur Laufzeit und die werden dann immer wieder recycelt. Das spart natürlich Laufzeit, weil Thread erzeugen wieder zerstören, Thread erzeugen wieder zerstören, wäre zu aufwendig. Okay, das sozusagen war der erste Streich zum Thema Executor Service. Wir kommen noch an dem Ding noch ein paar Mal vorbei, wenn wir auch uns mit Tasks beschäftigen, die Rückgabewerte haben. Also dann haben wir Futures oder Composable Futures und so Zeug und Callables. Dann kommen wir nochmal am Executor Framework vorbei. Soweit aber bis hier immer die erste Demo. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.